Nochmal Luigis Piste und ich bin schuld, aber nur durch Zufall. Also ich habe die Strecke nicht wirklich gewählt. Was ich erzählt hatte, ja. Ich habe beileibe noch nicht alle Let's Player hier auf YouTube gesehen. Und ich werde auch niemals alle Let's Player hier auf YouTube sehen. Und ich habe ja schon mal, glaube ich, erzählt. Also so viele Let's Plays schaue ich in meiner Freizeit eigentlich selber gar nicht. Weil ich mache die Dinger eigentlich lieber selber, als dass ich tatsächlich gucke. Und wenn ich dann eben doch Let's Plays gucke, dann eben eigentlich nur von meinen beiden Lieblings-Let's Playern. Und das sind eben zum einen Funk Royal und zum anderen Schnubbi Runkelrübe mit seinem Lufia-Let's Play und wahrscheinlich dann in Zukunft auch noch mit diversen anderen Let's Plays, die er macht. Also von daher ist das... Ich vermisse da jetzt eigentlich auch nichts. Ich habe mir... Gut, ich habe mir tatsächlich auch von Emero gucke ich mir ganz... Naja, oft ab und zu mal so ein paar Sachen an. Ich mag seine Mario World Hack Videos eigentlich ganz gerne, weil die... Ups. Ach, jetzt habe ich einen groß geblitzt. Weil, ja, keine Ahnung. Macht so ein bisschen Spaß, ihm da so zuzugucken, weil, ja, Mario World kann er einfach spielen. Größtenteils, jedenfalls. Und, von wem habe ich noch geguckt? Dann habe ich noch von, Deathmake heißt er, glaube ich, sein Terranigma Let's Play gesehen. Wobei ich dazu sagen muss, das hat mir eigentlich so... Da lag ein Stern, das war scheiße. Das hat mir eigentlich so gar nicht richtig gefallen. Also, ich habe es mir... Naja, ich habe es von Anfang bis Ende... Ich habe es von Anfang bis fast Ende geguckt, ja. Spricht jetzt gegen meine Aussage so ein bisschen. Weil, wenn es mir nicht so richtig gefallen hätte, dann hätte ich es ja auch nicht gucken brauchen. Aber keine Ahnung, ich wollte sehen, wie er es macht und wie er es angeht. Und... Naja, ich fand es jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, ganz ehrlich. Aber bevor jetzt irgendjemand meint, ankommen zu müssen und mir zu sagen, ey, nein, die Videos von Deathmix sind doch voll cool und was hast du denn gegen die? Bist doch selber ein totaler Vollnoob und deine Let's Plays sind scheiße oder so. Ja, nö, das ist einfach nur meine persönliche Meinung, ne? Also, ich kann auch verstehen, wenn Leute das tatsächlich cool fanden, wie er seine Videos machte oder macht. Aber für mich persönlich ist das halt nichts, das... Muss ich eben so ganz ehrlich sagen. Ja, ist halt einfach so. Das war dumm. Das war sehr dumm. Und übrigens auch sehr dumm. Und das war auch sehr dumm. Und ja, das war ebenfalls sehr dumm. Ja. Und ja, das war fast dumm. Und jetzt machen wir... Boah. Ich meine, mein Gott. Man muss es ja auch mal versuchen, einigermaßen objektiv zu sehen. Ich versuche mir tatsächlich immer, wenn ich meine Videos mache und dann mir hinterher angucke, also ich gucke einige Videos ja an, manche sogar von mir und manche sogar komplett, andere eher nicht so und wieder andere stelle ich komplett ohne nachzudenken eigentlich auf YouTube hoch und lass mich dann überraschen, was die Leute dazu sagen, wenn sie denn was dazu sagen. Und ja, ich versuche das eben immer so ein bisschen objektiv zu sehen und mir dann zu denken, würdest du dir das, wenn du ein ganz neutraler YouTube-User wärst, tatsächlich selber angucken? Also würdest du dir deine eigenen Videos angucken und würdest du dich vielleicht sogar selber abonnieren oder nicht? Und, ja, das ist dann eben immer so, warum seid ihr alle so schnell? Kann gar keine Wolke geben, das ist doof. Ja, Tricer, was sollte das jetzt werden? Also, naja. Ach ja, natürlich. Ja. Ja, ja. Ja, ich war gerade dabei zu erzählen irgendwie. Ja, gefallen mir meine Videos selber. Ja, nein, vielleicht. Das ist immer so eine Sache. Also bei manchen Videos muss ich tatsächlich sagen... nee, was habe ich mir da eigentlich gedacht, als ich den Kram aufgenommen habe? Da muss ich doch irgendwie total belämmert gewesen sein. Bei anderen Videos muss ich aber zugegebenermaßen auch sagen, hey, das habe ich wirklich echt toll gemacht. Also, das gefällt mir selber und da muss ich sogar über meine eigenen Witze lachen. Ich weiß nicht, ob man das machen darf oder nicht, aber ich tue es einfach. Und ja, ist halt so. Keine Ahnung. Ja? Ja, nee. Ja, nee. Ja, nein, vielleicht,
Irgendjemand, ich habe jemanden überholt, dann wieder, wurde ich wieder überholt, dann habe ich, aber nee, das ist alles doof. Seltsamerweise finden die Leute immer die Videos, die ich selber von mir witzig finde, gar nicht so toll, beziehungsweise bekomme ich da gar nicht so viel Feedback dazu, wie ich eigentlich im Vorfeld immer annehme. Also wo ich mir denke, ha Mensch, das war echt lustig und der Spruch war doch echt gut gesetzt und so und das müssen die Leute doch bestimmt auch lustig finden und das muss denen doch auch aufgefallen sein, aber irgendwie ist das überhaupt nicht so. Ich glaube, ich falle da irgendwie aus der Reihe, ich weiß es nicht. Darkfighter freut sich gerade über Skype, dass er jetzt die ganze Zeit irgendwie gewinnt. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich achte momentan gar nicht drauf, weil ich hier die ganze Zeit im Quasseln bin. Ja, aber es ist schön für dich, Darkfighter, ja. Deine Leistung sei hiermit anerkannt. Und ich freue mich über jeden Rennsieg von dir. Und du darfst gerne noch öfter gewinnen, solange du mich irgendwo, ja, ganz knapp hinter dir lässt, damit ich halt noch ein paar Punkte sammle. Es wäre irgendwie ganz witzig, wenn ich tatsächlich 9000 Punkte noch bekommen würde, ja. Also ich weiß nicht, ob es erstrebenswert ist. Oh, Kaproxis, geh mit deinen Panzern bitte weg. Das wäre ganz nett. Das wäre ganz nett. Oh, 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 oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Andererseits doch gut. Ja. Abstand zum fünften ist eigentlich ganz okay. Und drei rote, perfekt. Das war wiederum scheiße. Warum musste der Powerblock jetzt kommen? Nee. Vor allem, weil ich mir nicht entscheiden konnte, was ich jetzt machen will. Och ja, und dann wird Nils noch groß geblitzt. Oh ja, das ist toll. Ja, ja, ja. Und ein Blooper. Ja, es ist nicht das beste Item der Welt, in der Tat. Und dann fallen irgendwelche Leute vom Bildschirm runter und dann fallen sie irgendwie doch nicht runter. Ach, es ist toll. Ja, Geisterteil 2. Minus 10. Gut, kann ich noch mit leben. Das mit 9000 wird, das wird mühselig. Ja, ich müsste jetzt endlich mal irgendwie einen besseren Platz erringen. Wieder meine Strecke. Zufall, ja. Eine Sache will ich in jedem Fall aber noch loswerden. Ich möchte mich natürlich bei allen Abonnenten bedanken, die ich momentan habe. Vielleicht sind es gerade schon 180 oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich arbeite mich so langsam auf die 200 hin. Zu oder was auch immer. Und, ja, finde ich sehr schön, in der Tat. Ich würde es noch schöner finden, wenn ihr auch tatsächlich, wenn tatsächlich alle Abonnenten auch alle meine Videos gucken würden. Weil sie sind alle natürlich absolut toll und wunderprächtig und muss man in jedem Falle mal gesehen haben. Hm, ja, in der Tat. Ganz davon abgesehen, sind diese ganzen dadurch neu hinzugewonnenen Kommentare und privaten Nachrichten und sowas, die ich jetzt tagtäglich eben bekomme, ein gewisser Ansporn für mich irgendwie die Sache noch ein bisschen besser zu machen. Und zum anderen, ja, will ich aber trotzdem irgendwo natürlich, ich kann es nicht allen recht machen. Egal, was ich, wie ich das hier alles mache, nee, das wird nicht funktionieren. Ich versuche immer noch so ungefähr meiner fischigen Linie treu zu bleiben. Und dabei werde ich auch mit Sicherheit noch sehr viele Videos fabrizieren, die eben nicht so toll sind. Aber, ja, keine Ahnung. Im Großen und Ganzen wird es hoffentlich erträglich werden und es wird, ja, es wird mir weiterhin Spaß machen. Das ist mir so ein kleines bisschen vielleicht auch die Hauptsache und solange sich dann immer noch zwei, drei Leute finden, die dann eben auch dran Spaß haben, dann ist das schon mal ganz okay. Das war schon, achso, das war die letzte Runde schon, da hätte ich mal einen Pilz einsetzen können, in der Tat, ja. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Das kommt davon, wenn man nur am Labern ist. Seht ihr, wie schwierig das mit dem Let's Playen ist? Es ist, ja, es ist toll. Wurde jetzt über Skype angeschnauzt. Ich soll doch endlich mal Strecken wählen und nicht immer Zufall machen. Aber ich habe jetzt eine Strecke gewählt, aber nicht die hier. Und Pilzschlucht ist jetzt, das geht jetzt auf Kapraxis-Kappe. Ist aber auch ganz nett, weil so sehen wir diesen Kurs wenigstens auch mal. Und als ich ihn das letzte Mal gefahren bin im Team Grand Prix zusammen mit Brock, da war das, man erinnere sich an eines der letzten Videos, da lief es ja noch ganz gut, dachte ich. Also, da lief es echt gut, aber wenn jetzt eben so eine Scheiße passiert. Na gut, okay, arbeiten wir uns so langsam, aber sicher wieder nach vorne, wie man das eben so in Mario Kart Wii macht. Das ist ja auch so eine Sache. Mir ist natürlich aufgefallen, dass
Ja, und anderen Leuten ist es eigentlich auch aufgefallen. Es ist schwierig geworden, tatsächlich in diesem Spiel Sachen zu erklären, weil meine Zuschauer, die haben die verschiedensten Erfahrungen mit Mario Kart Wii bisher gesammelt. Manche zocken eben nicht so oft. Okay. Manche zocken eben nicht so oft und kennen sich eigentlich fast gar nicht mit dem Spiel aus. Andere wiederum haben es natürlich genauso wie ich 2,5 Jahre gezockt und dem erzähle ich hier eigentlich in dem Sinne nichts Neues. Deswegen freut es mich immer wieder, denn dass trotzdem diese Leute mein Let's Play schauen und zusehen, wie ich mit einer Wolke in diesen Abgrund stürze. Ja. Ist halt komisch. Darkfighter hat mir auch geschrieben, dass ich in irgendeinem Video zum 8-trilliardensten Mal oder so erklärt habe, TGC DF, das DF steht für Darkfighter. Ja, mein Gott, ich muss es erklären, weil erstens schauen eh immer wieder wahrscheinlich andere Leute zu und zweitens, keine Ahnung, das ergibt sich halt so. Ist halt so. Mein Gott, beschwer dich nicht. Ich würde es schlimmer finden, wenn ich es nicht erklären würde, ganz ehrlich. Also. Okay. Blitz wäre jetzt gut. Blitz wäre jetzt gut. Clement? Oder wieso über Clement? Ich habe keine Ahnung. Da ist ein Blauer. Da ist ein Kugelwilli. Immer noch am Fliegen. Und WEC Bla Smovie. Seit wann ist Smovie hier im Raum? Ich weiß es nicht. Er war auf einmal da. Es ist schön, dass du da bist, Smovie. Ich vergesse immer die ganzen Leute dazu grüßen und keine Ahnung was. Ich glaube, das hole ich an dieser Stelle mal nach. Ganz fix. Ich grüße Brock, Schweizer, Cabraxis, WK Jack, WEC Smovie, TGCDF, L Blondie, DR7, L Apostroph, ES Clement und KC Eclipse. Ihr seid allesamt gegrüßt. Und wir machen jetzt mal das nächste Rennen, ne?